Moin. Warte mal. Ich fällt da jetzt nicht rum. Ich muss mal gerade das Licht anmachen. Moment. Moin. Moment. Ausmaß des Dramas. Ja, ich habe gedacht, oh, guck dir mal an. Ich habe gedacht, ich zeige euch jetzt mal, wie ich mein Frühstück mache, ne? Ui. Ja. Was hier so in der Küche tun ist, da würde keiner sehen, er wirklich. Die Mädchen, ja. Haben wir ihr Geschirr mit drunter gebrungen. Ganz tolle Geschichte, ne? Hier sieht es aus, als ob hier Big Party gefeiert wird, ist, ne? Aber was will ich denn machen, ne? So. Schauen wir jetzt mal Eiweißbrot. Ich muss ganz ehrlich sagen, ne? Manchmal hätte ich auch Lust, ein normales Brot zu essen. Aber ich gebe mir mal Pulverchen, hör, was halte ich davon? Aber ich habe das Gefühl, dass ich normales Brot. Ich muss schon mal darüber. Das sieht aus. Ich habe den Drucker zurück. Ich habe den Drucker jetzt zum zweiten Mal weggeschickt. Und zum zweiten Mal kriege ich ihn zurück und dann ist ich im Arsch. Angeblich ist nichts dran. Die haben doch den Schuss nicht gehört. Ich drucke seit was weiß ich wie viele Jahre mit dem Drucker und muss mir jetzt hier erzählen, was ist scheinbar schwer so blöd für Drucker zu bedienen oder was. Wie ich hier auslippe, ne? Die Scheiße da, ey. Also, falls noch einer XP254 hat, bitte wir schicken. Echt. Ich brauch das. Also, da ist ja Katastrophe in dem Dorf. Ja. Und wenn einer. Was macht das dann jetzt? Oh, leck. Und wenn dann einer so viel druckt wie ich, ne, und dann andauernd dieses Theater ist, bis dieser Vollidiot sich mit meinem Tablet verbindet, ne, da könnte ich ja ausraste, ne, ausraste. Aber wirklich, so eine nervige Scheiße, ey. Ja, den sollte ich sogar von was weiß ich wo bedienen können. Die haben wohl Arschgeschwoll. Der funktioniert nicht mehr, wenn mir ein Tablet vom Tisch lädt, 1 Meter Luftlinie, ne, 2 Meter Luftlinie, und kannst du mal aufhören jetzt? Du hast doch auch nicht mehr alle Latte am Zaun hier. Wenn ich am Schwätzen bin, ist hier, das ist wie bei den kleinen Kindern damals, ne? Also wie die noch klein waren. Ne? Da hatte ich den Telefonhörer in die Hand geholt und angefangen zu telefonieren. Da ist der Lärmpegel gestiegen bis unendlich. Ne? Ey, dann ist ja Ding. Ey, das ist damit auch nicht richtig, gell? So, nochmal Handwäsche, weil ich sonst keine Hobbys habe. Dann habe ich ja. Der mit seinen typischen Drecksfinger da oben rumgefummelt. Ne, hat bloß Fisch aufgemacht. Und dann mit der Hand da auf die Tücher drauf. Und die ganze kleine Mixia hucke jetzt hier auf diesen Tücher drauf. Die kann ich gerade wegmachen, ne? Die kann man einfach so dunseln. Ich verstehe es nicht, ne? Also manchmal denke ich doch, der macht halt alles mit Absicht. Der treibt mich doch mit Absicht in den Wahnsinn. Guck dir mal, was da für viel rumfliegt. Action. 1,65. Hammer. Allerbeste. 1,65 kommt entweder viel vor für eine Ruhe. Aber
Du brauchst immer nur einen Platz, weil die so dick sind. Und hier nicht reise, wenn du es nur anguckst. Ne? Wirklich, ich bin total begeistert. Ne? So, muss ich auswechseln, weil ich weiß nicht, ne? Man herrscht alle Krankheiten an dem Lappe da dran. Ey. Ekelhaft. Ekelhaft. Ne? Ich komme hier aus dem Motzen nicht mehr raus. Merke ich ja das. Ah ja, ne? Ich hab schon keine Ahnung, wie das geht, warum geht. Die kleine scheiß Mixer, ich habe jetzt schon die Fruchtfliege sind da, die kleine Drecksack. Ich habe jetzt schon die Äpfel habe ich jetzt schon in den Kühlschrank gemacht. Ich mag das ja gar nicht, wenn das Obst so kalt ist, ne? Ah, hier habe ich in den Kühlschrank gemacht. Geht mir, die mir hier auf dem Essen rumturne, als gäbe es, wäre es ein Trampolin, ey. Was ist mit denen, ey? So, dann mache ich mir jetzt zwei Scheiben Eiweißbrot in den Toaster und toaste das zweimal. Wenn am ersten Mal ist mir das noch zu labbrig. Entschuldigung, ich wollte Schnitze nachkommen. Wollen mir das noch zu labbrig? Also, man tut sich zweimal. Dann mal so. So, hier sieht es aus wie Sau. Was ich in Lust habe, das klappt mir kein Mensch, das doch. Aha, ich schraube mir einfach mal die Spülmaschine in. Was haltet ihr da davon? Es wird auch Zeit, dass ich die inräume. Ey. Ich habe Kuchen gepackt. Das riecht mal. In der Spülmaschine. Voll ekelhaft. Ich weiß auch nicht, warum ich die nicht direkt Lava gelassen habe. Manchmal, ne, sind mir Sachen, die ich mache, einfach so ein bisschen unterschichtig von mich selbst. Warum ich das oder so nicht mache. Ne? Kannst auch geistige Umnachtung nennen, ey. So. Energie in der Kaffee steht immer weg. Ne, ist keiner mehr drin. Ich habe leer getrunken. Ruhig auch. So. Da stehen noch Gläser, 3 Millionen Stück. Moment, ich gehe die gerade voll. Chiara hat jetzt Ferien, das ist jetzt Abschluss. Ja, wenn ich jetzt zwei Mädels im Haus. Ja. Wow, da ist ja noch Platz wie Paradies. Ich weiß gar nicht, warum ich nicht die Spülmaschine gleich fertig gemacht habe. Ne? Manchmal weiß ich wirklich nicht, was der Grund für irgendwas ist, was ich mache. Oder halb nicht mache in dem Fall. Ne? So, Scheiße. Fluss, lass doch mal nicht ab, das ist doch immer kaputt. Ja, Mensch, morgens um 6 Uhr, was will man von mir erwarten, ey?
normale Leben kann man schon nichts erwarten, dann müsste man nicht morgens um 6 Uhr was erwarten können. Ne? So. Und ich habe keinen Bock, ey. Guck mal, da sieht man richtig, wie die kleine Scheißdrecksviecher da vor der Kamera hin und her fliehen. Die Asoziale da, ey. Jetzt zuerst zu. Achso, ich habe noch beim Brunner gedrückt. Also jetzt ist Toast fertig. Jetzt noch ein paar. Ja, es ist jetzt in Ordnung. Was ein Nervbock. So. Travis, es ist jetzt gut. Beruhig dich jetzt mal. Sag mal, stimmt mit dir irgendwas nicht? So, die Handwäsche, die Hände. Jetzt habe ich ja noch Kooperationen gekriegt. Also einen habe ich schon hochgeladen, die anderen habe ich schon hochgeladen, aber noch nicht freigegeben. Von dem neuen Shop da. Dann habe ich noch eine gekriegt von Queenacraft. Da habe ich mich. Ne, Bibicraft. Hä? Ne, Queen. Oh, ist ja scheißegal. Ja. Adresse sehen. Das ist nämlich ein guter Tipp, Grit. Ich soll aufpassen, ne, weil ich zeige, also so, ne, dass da nicht irgendwas ist, wo mehr Adresse oder so draufsteht. Oder so, ne, weil da so Betrüger unterwegs sind, die sich dann irgendwie, ne, die irgendwie da die Adresse verwende, also die Adresse oder Date, die auf irgendwelche Schreibe gerade so draufsteht, wo man nicht sieht. Oder die hat dann gesagt, dass im Hintergrund auf dem Tisch Ausweis gelegt hat und dann haben die Verbrecher, sage ich jetzt mal, den Ausweis im Hintergrund gesehen und haben da damit ihr Unwesen getrieben. Ne? Ja, ganz einfach Geschichte. Ne? Genau, so läuft es ab hier in Deutschland und überall. Lauter Ganove. Kannst du okay mit trauen, oder? Oder mir jetzt, ne? Da wisst ihr da, dass er nichts zu sehen kriegt. Kann ich nämlich gewusst, ob ich meine Hände schon gewäscht habe oder nicht. Wenn es mir nicht so gut geht, ne? Dann ist das das Szenario, ne? Dass ich mir 3000 Mal die Hände wäsche. Ja, das nervt mich so, ne? Nervt mich richtig, das zeige ich euch, wie das ist, ne? So richtig, ne? Wie gesagt, immer wenn ich so genervt bin und irgendwas nicht so läuft, wie ich das gerne hätte. Dann, was sieht das hier aus, ey? Ja, dann ist das so. Ups, ich muss den Motor überdrehen, ja. Ist doch hier in jeder Ecke. Ja, dann wäsche ich mir öfters die Hände. So oft, dass mir tierisch auf den Sack geht. Dass mir selber so auf den Sack geht. Ne? Habe ich neue Tippscher gekauft. Ich
glaube, der hat nochmal Material da für Actionhose mal. Ich muss mal gucken. Ich habe meine nur Dipsch, also so für Kurva kann ich mir so war die Scheiße gerade. Mitgenommen für mir Wurst Rinsemache, meine Tochter, die lässt die Packungen einfach aufstehen, schmeißt die so in den Kühlschrank drin. Ich mache die normal mit so einer Klemme noch zu, damit ne, die nicht eklig wird und dort schmeißt die einfach so rein. Ey, wunderbar. Oh, hätte ich gerade keine Mitwäsche. Aber ich wollte eh noch filmen, ne? Seht ihr. Die habe ich entdeckt. Und probiere mal aus. Deswegen, ne? Das nervt mich jetzt. Ey, ganz ehrlich. Mich nervt eigentlich immer alles, ne? Und gerade im Moment so extrem, ne? Meine gedostete Eiweißbrot. So, ich schmiere mir jetzt Exquisa. Keiner schmeckt mir so wie dieser. Auf das Brot. Und dann Salami. Ja? Jetzt könnte so mancher denken, oh, ist auch fett. Ja, so sieht es nämlich aus. So fett wie ich. So. Dann gucken wir mal, ne? Ja, jetzt erzähl mir mal, wie es euch so geht und wie jetzt Wetter. Denn die gemanipulierte Edelsalami vom Aldi. Ich habe jeden in meiner Familie die Lust an Fleischwurst versaut, will ich immer sagen. Die gehen manipuliert auf Platz Fleischwurst. Keiner will mir. Will den Leona essen? Ich find's ja witzig, die nicht. Die nicht. Ich kann ja auch mal was witzig finden, was sonst keiner witzig finden. Ach, das ist ja auch noch. Das habe ich jetzt leider nicht gesehen. So. Guck dir das doch mal an. Die kleine Bastarde da auf dem scheiß Schrank da hocke. So. Dazu mache ich mir normalerweise. Ich Kaffee Espresso. Aber ich habe kein Pads. Ich vergesse. Weil ich ja so helles Kerlchen bin, ne? Da muss ich mal gucken, was ich jetzt da dabei esse. Trinke, Mensch. Ich wünsche euch jetzt noch das Übliche. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Ne? Also, da ist jetzt gerade, nachdem ich mit dem Hund spazieren war. Das Video habe ich euch, wenn es gut läuft, schon vorher hochgeladen. Ich wünsche euch jetzt noch das Übliche, ne? Bis zum nächsten Mal. Jetzt haben wir übrigens 6 Uhr 2:30. Tschüss.